Warum mache ich mir solche Gedanken über das, was Simon über Lukas und Rosalie gesagt hat? Eigentlich sollte es mir egal sein. Aber nein, ich zerbreche mir den Kopf darüber. Du bist die Frau meines Lebens. Du musst jetzt gar nichts sagen. Ich möchte nur, dass du weißt, ich warte auf dich. Wenn ich nur wüsste, ob Lukas es dieses Mal ernst mit mir meint. Immerhin hat er sie schon geküsst, als wir noch zusammen waren. Ich glaube, Simon hat leider recht. Rosalie wird nicht locker lassen. Und Lukas hält es nicht lange ohne Frauen aus. Am besten, ich gehe wieder auf Abstand. In meinem eigenen Interesse. Wir nennen ihn Flo. Was hältst du davon? Hoffentlich ist der Name kein Programm. Hier steht, dass Igel jede Menge Ungeziefer haben. Und ich hatte recht. Man soll ihnen hartgekochte Eier geben. Hast du sowas da? Ja, klar. Ich geh morgen ins Zoogeschäft und kauf richtiges Igelfutter. Wieso? Hast du irgendwas gegen hartgekochte Eier? Naja, für den Winterspeck sollten wir die Speisekarte schon ein wenig variieren. Mhm. Mit wirbellosen Insekten. Würmermaden und... Oh je, Mann. Da kommt wohl einiges auf uns zu, wenn der Kleine durchkommen soll. Und man soll einen Pflegebericht anfertigen mit Funddatum und genauer Uhrzeit. Und das Gewicht soll man notieren. Und vor allen Dingen die Gewichtszunahme. Oh, ist das nicht ein bisschen übertrieben? Du willst doch, dass der Kleine überlebt. Also wenn, dann machen wir das richtig. Und man soll übrigens auch gleich am Anfang einen Tierarzt aufsuchen. Ich kann morgen erst nachmittags. Ja, dann mache ich das eben ganz früh. Ist kein Problem. Und jetzt die Raubtierfütterung. Hoffentlich nimmt der Kleine was an. Ich find's ziemlich cool, dass du dich doch noch um den Igel kümmerst. Wollen wir doch mal sehen. Na, lass dir es schmecken. Er frisst. Das ist die halbe Miete. Flo wird durchkommen. So, ich hoffe, du magst Bordeaux. Tanja? Soll ich dir mal Flo zeigen? Ach, Katja, bitte, verschummel mit diesem Teenie-Zeug. Ist das nie ein bisschen drüber? Wieso? Ben fand die Aktion auch gut. Der wollte dir bestimmt nur einen Gefallen tun. Im Gegenteil. Der hat sich ganz süß um Flo gekümmert. Ihm lag das Tier nämlich auch am Herzen. So. Ben ist also süß. Langsam glaube ich wirklich, dass sie ihn verknallt. Du weißt, es geht nicht. Was ist denn das hier eigentlich für eine Stimmung am Morgen? Komm. Was ist denn los? Stress mit Tanja? Spiel nicht die beleidigte Leberwurst, nur weil ich nicht deinem Igel-Fanclub beitreten will. Volltreffer. Und dann lässt du deinen Frust an mir ab. Tanja muss die Fabienne bei Dr. Niederbühl abholen. Weil der es nicht auf die Reihe gekriegt hat, den Kleinen zum Einschlafen zu bewegen. Und dann hat sie wahrscheinlich mit ihm bei den Zombies übernachtet. Hm. Hätte sie Fabienne schreien lassen sollen? Nein, aber sie hätte sie doch melden können. Unser ganzer schöner Abend war dahin. Das war doch klar, dass dieser Super-Papi das nicht packt. Du bist eifersüchtig.
Quatsch. Wenn ich das richtig verstehe, dann darf deine Freundin nicht mehr alleine bei sich zu Hause übernachten. Sie darf tun und lassen, was sie will. Dr. Niederblühl ist Fabiens Vater. Nicht mehr, aber eben auch nicht weniger. Und besser du akzeptierst das, sonst gibt's Ärger. Ich hätte gern noch einen Kaffee. Ja. Ach, Marie? Ja, bitte? Ist das deiner? Wieso? Henrik hat ihn mir gegeben, kurz bevor er nach London abgereist ist. Er hat mir alles erzählt. War sehr wütend über dein Spielchen. Es fällt dir eigentlich ein, Henrik gegen mich aufzuhetzen. Was willst du eigentlich von mir? Glaubst du wirklich, Henrik hintergeht mich? Und was haben dir die Videos überhaupt gebracht? Hast du irgendwas darauf gesehen, was Henrik interessieren könnte? Du hast illegal meinen Laptop gehackt. Sei froh, wenn ich nicht zur Polizei gehe. Und jetzt bring ihm bitte den Kaffee. Herr Sonnmichtel? Ich pack's dann mal. Meine Mutter besuchen. Haben Sie einen Ersatz gefunden? Den Peter. Ich bin heute Nachmittag wieder da. Sehr gut. Danke. Ah, gut, dass ich Sie sehe. Hatten wir gestern nicht vereinbart, dass Sie das gesamte Laub im Park rächen? Das habe ich doch. Ich bin sicher, dass Sie das besser können. Also, machen Sie sich gleich an die Arbeit. Das ist jetzt gerade sehr ungünstig. Wie bitte? Ich habe einen ganz wichtigen Termin in München und heute Nachmittag bin ich wieder da, dann erledigt das dann da. Es gibt nichts Wichtigeres, als seine Arbeit gewissenhaft zu erledigen. Oder wollen Sie gleich Ihre Papiere abholen? Hm? Wenn Sie sich mit dem Laub beeilen, können Sie ja im Anschluss gerne den Termin wahrnehmen. Also, worauf warten Sie? Ist was? Ja. Es ist ganz einfach so, dass der Herr Sponheim sich völlig korrekt verhalten und einen Ersatz organisiert hat. Warum waren Sie denn so streng mit ihm? Dieser Page hat unverschämte Gerüchte verbreitet. Ach, davon habe ich gar nichts mitbekommen. Um was für Gerüchte handelt es sich denn da? Um eine infame Lüge.